Müssen wir diese Kataloge wirklich noch drucken? Zumindest für alle Zielgruppen, oder können wir das eigentlich digital abbilden über Flipping Catalogs? Mein Name ist Horst Huber, Geschäftsführer von Werk 2, und darüber möchte ich mit Ihnen sprechen. Flipping Catalogs als Ersatz für gedruckte Kataloge für bestimmte Zielgruppen, für Nischenmärkte machen allen Sinn dieser Welt. Worauf ich heute hinweisen möchte, ist den Irrglauben, dass man dann keine Automatisierungslösung braucht. Ganz im Gegenteil, je mehr ich diese Kataloge vom Print auf digitale Medien transportiere, brauche ich einen höheren Automatisierungsgrad. Weil, wie schon gesagt, wir wollen es ja dann auch zielgruppenorientierter in mehreren Sprachen, Ländern. Die Publikation kostet ja kein Geld mehr. Wir werden also viel mehr Seiten produzieren, als wenn wir sie drucken würden. Deswegen brauchen wir hochskalierbare Automatisierungslösungen wie die Print Suite, um die Flipping Catalog Anwendungen mit digitalen Seiten zu versorgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Horst Huber, Geschäftsführer von Werk 2.